So, liebe Leute, jetzt sind wir immer noch in Remnants from the Ashes von 2019 von Gunfire Games gemacht. Wir haben hier eine ganze Menge in diesem freigeschalteten Areal, Laborareal, gerade über die Vorgeschichte erfahren. Wächter, die in Paralleldimensionen Welten bewacht haben, standen in Verbindung zu Träumern in unserer Welt und irgendwas ist da gehörig schiefgegangen. Wir haben gerade eben noch hier bei dem Gabriel festgestellt, dass der arme Kerl ja durch den Tod seines Wächters selbst auch gestorben ist. Hier die Clementine hat sich in eine andere Dimension aufgelöst. Also hier wurde in den 60er Jahren ganz übles Zeug erforscht. Und wir hörten hier die ganze Zeit immer Stapfen hinter der Wand. Bin mal sehr gespannt, wo uns das jetzt hier hinführt. Ja, dieser Schlüssel fehlt uns scheinbar noch. Das hätte ich ja als Cliffhanger von der letzten Folge dann gar nicht hängen lassen müssen. Können wir versuchen? Nee, die Magnetkarte wird hier nichts bringen. Okay. Aber offensichtlich stopft dahinter irgendwas. Das kann auch kein gutes Zeichen sein. Es wird ja wohl kaum so sein, dass wir da einen Joker, einen Begleiter finden oder so. Okay, aber das erklärt, warum in den 60er Jahren ist irgendwas schiefgegangen und offensichtlich hat in diesem Paralleluniversum die Menschheit das Ganze nicht überstanden. Interessant ist, dass so viel Technik diese lange Zeit überstanden hat, denn wir sind offensichtlich zwei Generationen weiter. Die schon leicht gealterte Commander Ford ist selbst ja schon so, sagen wir mal, vielleicht Mitte 50 oder so. Und mit angerichtet hat das ihr Großvater hier, als er jünger war. Das heißt, wir sind jetzt schon so in der Jetztzeit, so sagen wir mal 2019 oder so. Aber der Schlüssel liegt hier nicht. Ja, wir sind jetzt hier in der Jetztzeit irgendwie, aber in einer Parallelwelt. Was sich natürlich leicht erklären lässt. Kein Schlüssel. Oh, ist das ein Safe? Was sich natürlich dadurch erklären lassen könnte, dass wir selbst in einer Paralleldimension der menschlichen Welt sind. Okay, hier wurden wir noch runtergekommen, ne? Kann man hier irgendwas? Ne. Der fährt bestimmt auch nirgendwo mehr hin. Ja, man könnte jetzt hier noch tiefer runtergehen, aber das sparen wir uns für eine der nächsten Folgen auf. Wir haben jetzt ja in der letzten Folge eine ganze Menge vorgelesen, ganzen Laborberichte durchgeguckt und die verschiedenen Personen. Offensichtlich scheinen die Wesen auch über eine Art Gesang zu kommunizieren, finde ich auch sehr spannend. Aber jetzt wollt ihr bestimmt auch mal wieder ein bisschen Action sehen. Aber das Stockwerk unten vergesse ich nicht, da kommen wir bestimmt auch noch Schön, dich zu zu. sehen. Ja, schön dich zu sehen. Unsere Fähigkeiten finde ich eigentlich auch bisher ganz gut. Mal gucken, was uns jetzt erwartet bei dem Bonfire oder Lagerfeuer, was wir da freigeschaltet haben, in unserem neuen letzten Checkpoint. Erde, Basis, Erde, Basis. Haben wir den gar nicht aktiviert? Das sieht ja immer noch aus wie die Kanalisation. Doch, doch. Das ist doch hier. Da sind wir doch durchgekommen. Okay. Unser Hammer ist schon ein gutes Stück stärker. Aber gerade was Blutungsschaden angeht, hat uns das ziemlich umgehauen immer. Oh, was ist das?
kamen wir hierher? Oh. Ein Bossareal. Dann wollen wir hoffen, dass ich dem in irgendeiner Form gewachsen bin. Wie sind denn das hier? Ich glaube, ich drehe durch. Okay, nee, so wird das wohl nichts. So sterben wir einen sehr schnellen Tod. Boah, shit. Okay. Okay, also so nicht. Okay. Wir wissen jetzt, worauf wir uns einlassen. Das wird anstrengend, diese Folge. Und wenn das so ist. Ah, das ist aber auch jetzt nervig, dass wir diesen Weg da immer wieder hinlatschen müssen jetzt. Wir sollten vielleicht auch nicht die große Wumme nehmen. Und wir sollten diese Fähigkeit gleich nutzen, sobald wir drin sind. Ja. Aber das mit den wabernden Toren hat man sich dann ja auch das sieht nicht gut aus. Abgeguckt. Oh, was war das? Wo sind sie denn jetzt? Hä? Kann es sein, dass die auch stärker sind jetzt? Ich sehe überhaupt nichts. Ist das ein Bug? Oh, das ist aber auch echt scheiße, wenn man... Oh nein, was ist das? Was ist denn jetzt der Sack? Ich sehe ihn nicht. Ach, da bist du. Das ist aber noch nicht das Ende, oder? Die sind doch noch... Alter.
Okay. Das habe ich nämlich nie geschafft. Mit Maus und Tastatur habe ich das nie erledigt. Gut. Mein Herz wummert wie wild, aber wir haben das geschafft. Wir müssen noch den ganzen Kram einsammeln. Hoffen, dass hier nicht wieder irgendwas respawnt in diesem Raum. Aber jetzt müssen wir wieder dahin zurück, oder was? In die alte Richtung? Das ist doch auch Quatsch. Was ist denn das für ein komisches Areal dann? Meine, warum sind wir denn überhaupt erst hierher gegangen? Gut, aber vielleicht hat das einfach auch mit diesen Dimensionen-Paralleldingern zu tun. So, nichts vergeuden lassen. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, dass hier gleich noch irgendwas respawnt, auch wenn es jetzt still ist. Irgendwie. Hab keinen Platz. Wie furchtbar. Suchen wir noch mal ein bisschen nach Eisen und so einem Zeug. Kann ja sein, dass hier noch was rumliegt. Boah, ist aber auch träge, der Junge, ey. Aber durch die Tastaturbelegung an Maus und Tastatur war es mir halt nicht möglich, hier irgendwie, was, ach, da hinten liegt noch was, irgendwas zu reißen. Und jetzt hier mit der Tastatur, mit dem Controller ist es mir wesentlich besser gelungen. Das ist doch schon mal, also macht doch schon mal Hoffnung für die Zukunft. Noch ein bisschen Altmetall. Aber sonst ist hier nichts, oder was? Moment, also wo kamen wir denn jetzt her? Da hinten kamen wir her und hier. Hä? Was ist das? Aha. Achso, hier kamen wir hoch, oder was? Aha, dann lässt er uns jetzt auf der anderen Seite raus. Das ist ja auch schon mal ein Fortschritt. So, wirklich sonst nichts mehr, oder? Ist ja schade. Wenigstens noch mal eine Kiste oder sowas als Belohnung wäre doch schön gewesen. Ich meine, andererseits, vielleicht zählt das ja nicht mal als ein Bossgegner hier. Vielleicht ist das ja einfach nur, ja, ein normales Levelstück. Ich gehe da hinten nochmal hoch. Ich glaube, in dem Turm wollen wir noch nicht gucken. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn die sich diese Versatzstücke wiederholen, dass das irgendwann sehr nervig wird. Dafür liebe ich dann die Atmosphäre von Spielwelten auch zu sehr, als dass ich einfach nur generisch ein Grinding. Achso, das war die Munition, die ich nicht mehr brauche. Generisches Grinding mit immer wieder zufallsgenerierten Räumen. Ach, da ist eine Kiste. Ach, guck. Siehst du, wollte ich wieder schlauer als das Game Design sein. Eisen und Altmetall. Das ist doch nicht schlecht. Das wäre noch sowas, wo jetzt bei Dark Souls auch einer hinter der Ecke lauern würde. Da bewundere ich die Leute ja auch, die das so gut durchhalten. Moment mal, war hier nicht unser Feuerchen? Oder ist es einfach nur einer der generischen Räume jetzt? Oh, Clementines Cappy aus The Walking Dead. So, auch nicht so gut. Okay. Ja, schön. Und jetzt? Schwarmstein. Ein einzelnes Leben kann so einfach wie eine Kerze ausgelöscht werden. Ein Schwarm hingegen ist hier ein Inferno. Okay. Den
Eingang zur U-Bahn finden. Ach, jetzt sind wir wieder in der Stadt. Aha, okay. Na, immerhin wechselt sich das alles ein bisschen ab. Waren wir hier schon? Das ist doch die Ecke, wo wir schon waren, oder? Hä? Das verstehe ich nicht. Ach, jetzt kommen wir von der Seite. Da ist ein weiterer Kristall. Ah, okay. Gibt's hier noch was zu entdecken drin? Nö. Okay. Und das? Ja, ja, machen wir gleich mit dem Checkpoint, aber erstmal gucken wir noch. Wow. Cool. Sehr cool, aber es soll ja angeblich auch die Viecher anlocken, oder? War das nicht so? Moment, das Tor jetzt schon offen? War doch vorher eine Wand, oder nicht? Da ist noch eine Kiste. Siehst du wohl. Ist aber auch nur Altmetall drin. Schon erstaunlich, dass man das Altmetall einfach in die Kiste gepackt hat. Ach nee, guck mal, hier waren wir und hier geht es in eine neue Region von dem Fairview. Na, dann rasten wir doch mal. Das ist doch nicht schlecht. Ein Waffenmod herstellen, okay. Gut, dann machen wir das. Ach, Ava McCabe, ja. Dann kehren wir zurück. Wir haben ja auch ein bisschen was eingesammelt. Einen Waffenmod herstellen sollen wir bei der McCabe. Okay. Keine Kisten mehr. Hat Nico zu viele kaputt gehauen. Hey, McCabe. Ja? Lass uns tauschen. Ja? Verschwende nur nicht meine Zeit. Herstellung. Feuert ein Projektil ab, das beim Aufprallen eine Schüttelpflanze mit 200 Gesundheit beschwört. Sie zieht die Aufmerksamkeit der Gegner innerhalb von 10 Metern auf sich und besteht 10 Sekunden. Gegen mächtige Gegner wirkungslos. Okay. Das sollen wir jetzt herstellen. Schüttelpflanze in meiner Ausrichtung. Waffenmods. Im Inventar kannst du die meisten deine Fernkampfwaffen mit Waffenmods-Ausrüstung. Ja, das machen wir ja schon. Und da haben wir doch aber eigentlich schon ganz coole. Was soll ich denn mit dieser blöden Pflanze? Das nervt. In Ordnung. Okay. Ich muss arbeiten. Ja. So, wie konnte man das jetzt nochmal rausnehmen? Modifikationen ändern ist X, okay. Aber wieso? Will ich das? Ich finde das mit der Heilung aber eigentlich viel besser.
keine Lust zu reden. Ja, ich auch nicht. Und tschüss. Hey, du. Ja. Ah, mal sehen, was ich habe. Ja, mal sehen, was man verbessern kann. Oh, wir haben nicht mehr genug Eisen für sowas. Ich würde das, glaube ich, gern lassen, weil es schwierig ist. Wir wissen ja nicht, auf was wir uns jetzt einlassen in der Stadt. Bis dann. Diese Schüttelpflanze, ich weiß nicht, ob die jetzt für eine Quest wichtig ist oder so, aber irgendwie kommt mir die ein bisschen dumm vor. Die lockt halt dann die Gegner am Massen dahin, das verstehe ich schon, aber sie ist halt auch nur 10 Sekunden da. Habt ihr denn noch was zu erzählen, was Neues? Umfangreiche Gespräche. Mhm. Ich hoffe, du hast genug Munition. Ja, danke. Denkst du, diese alten Maschinen können Holzmonster abmurksen? Naja, also in meiner Zeit gab es sowas wie Schredder. Häcksler. Ja. Ich versuche nicht an sie zu denken. Wir sehen uns. Okay. Ich weiß, dass Mark nicht tot ist. Ford verbirgt irgendetwas. Ärger in der Station, verstanden? Ist er gewandelt oder wie? Wird er verwandelt oder was? Brauchst du was? Wie brauchst du was? Ich sorge für die Sicherheit in Station 13. Ich lerne noch dazu. Aber Commander Ford würde mir diesen Posten nicht anvertrauen, wenn sie es mir nicht zu... Wir machen ständig Übungen. Also, ich weiß, dass er die... Aber... ich glaube, der Gründer war so etwas wie ein Held. Okay, hey, das reicht mir erstmal. Das ist ja alles alter Tobak. Noch mal. Haben wir ja alles schon mal gehört. Das ist ein bisschen schade. So, vielleicht kann Commander Ford uns noch was erzählen. Wir haben jetzt ein paar Hintergründe abgegrast, die im Tagebuch, in den Tagebüchern und in den Computern unten im Wartungsbereich, im Sicherheitsbereich waren. Vielleicht hat sie ein paar neue Hallo. Informationen. Nee, hat sie nicht. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, das Vergnügen ist ganz ihrerseits. Ich hätte gern ein paar neue Informationen, ehrlich gesagt. Haben wir denn noch... Oh, was denn nun? Haben wir denn noch irgendwas, was wir investieren könnten? Könnt ihr hier hinten bei den Händlern nochmal gucken? Was weiß ich, ein größerer Rucksack. Irgendwas, damit wir mehr Zeug sammeln können. Hallo nochmal. Hallo nochmal. Die allerbesten Waffen. Ring des Admirals, der war ja Quatsch. Wurststaub. Gegenstände verkaufen. Also eine Munitionskiste haben wir im Notfall noch, falls uns das Zeug ausgehen sollte. Bisher droppt es ja ganz ordentlich. Kopf hoch. Ich meinte, er hätte irgendwas vom Ring erzählt, war er das nicht? Gut. Dann lasst uns schauen, dass wir wieder in unsere Gegend da kommen. Jetzt sind wir ja auch schon weiter, als ich das letzte Mal war. Obwohl ich da schon fast 4 Stunden gespielt hatte. Und sehr verzweifelt war. In diesem Raum mit den... Also wo wir jetzt quasi unseren kleinen Bossfighter haben. Ja, zum letzten Checkpoint zurückkehren. Schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Schlammgefäß. Der Sumpf erkennt, wer nicht im Einklang mit sich selbst steht und stößt ab, was sich selbst abstößt. Interessant. So, da hinten kamen wir her. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich hier durch, oder? Freut sich derjenige, der sich hier so ein schönes Heim gebaut hat, dass wir eben alles kaputt deppern auf der Suche nach Altmetall.
Aber es scheint ja nicht ganz unwesentlich zu sein, Altmetalle zu besitzen. Man kann den auch halten. Dann gibt es einen stärkeren Schlag, gut zu wissen. Bisschen mehr Zielwasser muss ich aber noch trinken heute. Eigenschaftspunkte immer gut. Mehr Erfahrung vielleicht? Machen wir das mal. Ist auch so ein bisschen, wenn man bei diesen Gegnern bleibt. Mann, hier hat es aber auch einiges weggehauen, ey. Ist aber auch krass. Irgendwie wirken die leidend. Sie wirken nicht, als wären sie besonders glücklich. Ist ja auch ein Präsentierteller hier, ey. Ja, kommt. Ein bisschen weit weg, wa? Das war übel. Ja gut, schon übler gewesen. Ich sehe hier auch keine mehr jetzt. Aber das ist schon cool. Also ist ja immer noch dasselbe eigentlich mit diesen Versatzstücken, aber gefällt mir, finde ich nicht schlecht. Was haben wir hier? Verbände. Jetzt können wir auch nochmal überall durchgucken, wo die Kistensätze waren.
Ja, die Frage ist nur, wo müssen wir eigentlich hin? Wir suchen ja immer noch den U-Bahn-Eingang, oder? Das heißt, wenn wir das jetzt mal systematisch angehen, müssen wir da drüben erstmal die Kisten platt machen. Hier ist doch irgendwo noch was. Und wer macht die brennenden Fässer an, wenn hier gar keiner mehr lebt? Okay, hier im Gebäude waren ja auch alle an Kisten, das sollten wir vielleicht auch nochmal in Ruhe plündern. Also ein Stuhl kann man nicht zerdeppern. Die sind unkaputtbar. Unkaputtbare Stühle. Hinten liegt noch Altmetall. Die Frage ist halt auch bei dieser automatisch generierten Monster-KI hier, ob da einfach gleich irgendwo mal noch wieder was spawnt. Obwohl man da schon war. Ja, das ist so ordentlich hier. Okay, aber im Gegensatz zu sowas wie Dark Souls oder auch Lords of the Fallen, wo ja die Erfahrungspunkte bei Lords of the Fallen verschwanden und bei Dark Souls ja dort liegen, wo man stirbt, also man muss dort erstmal wieder hin, ist das hier schon sehr viel gnädiger, wenn man beim Tod seinen Krempel ja mitnimmt. Oh Mann. War's das schon? Und das Versatzstück kenne ich, da spawnt einer bei den Bäumen. Das erinnere ich noch. So, ein bisschen Altmetall. Allerdings das, wo ich jetzt hier durchgegangen bin, dieses Stück, das kannte ich nicht. Diese Ecke hier. Wenn wir da runter gehen, passiert doch bestimmt auch irgendwas. Das liegt da so auf dem Präsentierteller. Das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass dann irgendwas kommt, um uns den Schädel abzubeißen. Wir müssen Altmetall sammeln. Ja. Aber sehenswert ist anders, ne? Also gut, natürlich ist es jetzt halt irgendwie hier runtergekommen, eine Apokalypse irgendwie, aber es hätte ja von den Pflanzenwesen halt auch mehr, ach was weiß ich, war ich jetzt schon ganz überall? Es hätte ja von den Pflanzenwesen auch alles durchwuchert sein können oder irgend sowas, das ist halt schon ein bisschen trist. Ach ja, hier oben war ich ja. Okay, immer alles schön durchsuchen. Wer weiß, ob wir hier nochmal herkommen. Okay. Schön die Sachen einsammeln. Ist jetzt auch echt der Hammer. Oh, eine Kiste. Wer hätte das gedacht? Allerdings fragt man sich auch schon so ein bisschen, warum lagern sie in diesen Kisten Eisen und Altmetall? Ja. Hätte man das nicht einfach auf dem
Tisch packen können. Achso, hier ist Sackgasse. Okay, dann müssen wir jetzt noch runter in die Stockwerke. Alles schön durchsuchen. Hier vorne ist auch noch eine Kiste. Ich bin blind. Das Gebäude, da waren wir dann ja auch noch nicht drin. Also das da dortigen Weil da hinten. Ich bin auch noch unentschlossen, ob ich das gut finden soll, dass der Schwierigkeitsgrad so derbe schwankt. Ich meine, einerseits ist es überraschend dann, wenn was passiert. Andererseits ist zwischendurch halt auch, sagen wir so, der Anblick der Orte sorgt nicht unbedingt für Abwechslung hier. Also vom Game Design Standpunkt frage ich mich auch, wer diese Entscheidung so getroffen hat. Also Kanalisation und runtergekommene Ruine. Man hätte ja vielleicht auch erstmal, weiß nicht, es soll ja noch Sumpfgebiete geben zum Beispiel. Das hätte man ja vielleicht auch noch machen können, dass man damit startet. Aber selbst vielleicht sind die Sumpfgebiete ja auch genauso eintönig. Das sind gedacht, da steht ein kleiner Sand, also von den Sandleuten einer da mit einem Speer. Aber das ist ja einfach nur ein Hydrant. Ja, es hat die Welt hier ganz schön auseinandergenommen, würde ich sagen. Ach guck mal, hier geht es ja auch noch dahinter weiter. Interessant. Oh, ein Eingang. Ist das der Eingang in die U-Bahn da? Da wissen wir jetzt, wo es hingeht. Dann können wir erstmal da hinten gucken. Okay, also das Gebäude war dicht. Da hinten ist der U-Bahn-Eingang. Oh, hier sollten wir vielleicht nicht unbedingt auf die Schnauze fallen, oder? Können wir hier runter? Ja. Dann sollten wir hier nochmal die beseitigen. Aber hier geht es ja vielleicht auch irgendwie noch weiter. Auf dieser Karte, die bei dem alten in dem Labor unten an der Pinnwand hing. Oh, das ist aber ein Wissensfragment. Doch, hier spawnt was. Ich weiß noch nicht, was hier spawnt. Ich glaube, hier spawnt auch noch so ein Armbrustgranatwerfer. Wow. Dem armen Kerl hat das Wissen aber nicht viel genützt hier. Ich kann den Wissensband nicht aufnehmen. Wurde nur nicht angezeigt. Hat man nicht vorhin schon einen Eigenschaftspunkt bekommen? Nee. Ich bin für mehr Gesundheit jetzt. Also immerhin macht man ordentlich Fortschritt. Also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, man oh wow, da ist die U-Bahn. Dass man irgendwie hängen bleibt oder so. Das ist halt nur
schade, wenn man zum Steigern halt x-fach denselben Bereich wiederholen muss. Okay, da hinten ist die U-Bahn. Dann will ich aber doch vorher noch wissen. Was da hinten im Areal ist. Aber gucken wir uns doch her. Manchmal würde ich das lieber bei Twitch machen, um euch fragen zu können. Das hier sieht ja auch noch so ein Bosskampf-Areal aus. Was Grünes. Ein Fiolchen, dahinter ist auch noch was. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ich diesen, wenn ich den Gullideckel da hinten nicht mache, dass ich dann irgendwas verpasse. Immer dieses kontraintuitive Arbeiten. Wenn man Erkunder ist, dann hat man immer das Ziel, man soll zur U-Bahn und dann sieht man, aha, da gibt es noch zwei andere Wege. Dann warten wir erstmal mit der U-Bahn. Okay. Achso, dann mussten wir ja da hinten rum. Wo ich gerade diese Fliegen höre, so viele Insekten hat es hier auch nicht mehr, ne? Systematisch alles mit diesem grünen Rotz umgeben. Okay, dann lass uns doch hier hinten mal gucken, was wir in diesen Katakomben unten finden, in der Kanalisation unten finden. Die U-Bahn-Station wird ja uns nicht weglaufen. Gut, dass das so schön leuchtet hier. Aber hier ist auch sonst nichts, ne? Mal sehen, wo es dahin führt. In unser Verderben, würde ich sagen. Ein neuer Checkpoint. Ist natürlich alles wieder da, überall wieder da. Aber wir können ja mal gucken, ob wir noch irgendwas anderes Schönes leveln können. Die Glocke des Sippenrufers. Die uralte Unterjochung der Verena hat sich zu einer symbiotischen Beziehung entwickelt. Ihre Jung. Ja, mal wieder nicht komplett zu Ende lesen können, aber guckt es dann halt. Oder macht mal kurz Pause bei der Aufzeichnung. So. Ja, Waffenmods finde ich jetzt alle nicht so geil, echt, oder? Ah, ja, mal sehen, was ich mal gucken, habe. Was du so hast. Guck mal, ich habe wieder Eisen. Ich würde sagen, wir verpassen der Schrotflinte jetzt mal ein und der Pistole. Bis dann. Ja, bis dann. Das läuft doch schon mal ganz gut. Zieh weiter. Ey, atme mal ein bisschen langsamer. Okay, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den beiden Fähigkeiten, die wir da haben. Ich weiß nicht, was diese bescheuerte Ablenkungsblume da soll, aber vielleicht gibt es jetzt halt Gegnerhorn demnächst, wo wir das halt einfach brauchen. Jetzt im Moment will ich lieber wissen, wo sie sind. Das ist ja diese Modifikation in der Handfeuerwaffe. Ich will aber die aktuelle Kampagne nicht zurücksetzen. Ich will auch keinen anderen Schwierigkeitsgrad. Also, gut. Man merkt dem Ganzen schon ein bisschen an, dass das so ein ich spiele mal zwei Stunden mit meinen Freunden abends Koop-Ding ist. Und eben weniger ein story-getriebenes Spiel.
Was zum? Das sind ja Menschen oder ist das ein Bösewicht? Junktown. Egad, hier stinkt's. Kämpfen wir jetzt gegen Menschen? Nö, das ist gut. Ach, das ist ja witzig. Eine neue Stadt. Nein, 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 ich weiß nicht. Ich weiß nichts. Hä? Ja. Wo kommst du denn her? Was willst du? Was hast du dir denn da ins Gesicht gelötet? Nein. Nein. Ja. Alles klar wie Öl. Ja. Ja, ja, ja. Auf Wiedersehen. Mit wem spreche ich denn da? Niemand. Nur ein Medium. Nur ein Medium. Sei still! Stimmen. Stimmen. Millionen von ihnen, alle verbunden, alle sehen, alle sprechen und unterbrechen, bis sie als eine Stimme reden und ich kann nicht. Ich kann nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Hilfe. Hilfe. Jenseits von Hilfe. Die ganze Welt fährt in die Hölle. Und das ist mir auch schon aufgefallen. Er sieht dich. Er weiß, was du vorhast. Alle wissen es. Vergessen. Ja, alles vergessen. Nichts vergessen. Die Eiche ist total. Eiche ist total. Eiche ist total. Sie beobachtet, ja? Sie beobachtet immer. Tausend Augen und Münder. Flüstert wartend. Flüster, flüster, flüster. Die Maske scheint irgendwie dein Verhalten zu beeinflussen. Nein, nichts gefunden, nichts gesehen. Höre nichts. Nur Geflüster, Geflüster, Geflüster. Du musst gehen. Wer will nicht? Lass mich. Hör auf zu fragen. Lass mich jetzt die Maske sehen. Nein. Oh. Aber das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Dann habe ich den armen Kerl umgebracht und habe eine Maske. Habe ich nicht. Maske. Er hat über volle Gesundheit einen Neubewuchsstapel. Was ist Neubewuchs? Ah, gegen Fäulnis. Aber ich... Toll. Jetzt ist der Händler tot. Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe lieber mit dem gehandelt. Ob das in dieser Welt für meinen Ruf zuträglich ist, ich glaube ja eher nicht. Okay, also man muss vorsichtig sein, was man fragt. Und die Leute reagieren wie Besessene. Andererseits haben wir jetzt eine freie Wohnung für uns. Ist in der Kiste noch irgendwas drin? Nö. Nee. Das hätte er vielleicht hätte er uns das verkauft dann. Ach, was für eine Kacke. Entschuldigt, aber das war wirklich doof. Jetzt haben wir für so eine dusselige Maske den Händler gekillt. Okay, liebe Leute, das war ärgerlich. Aber dann können wir ja beim nächsten Mal an dieser Stelle hier weitermachen. Ich hätte ihn eigentlich gerne am Leben gelassen, aber plötzlich wurde er wütend. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet in die Reise des Souls-Likes. Und denkt dran, wenn ihr Interesse habt an dem, was wir nach Remnants from the Ashes spielen könnten, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann würde ich erstmal sagen, bleibt schön neugierig und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, bis bald.